Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Five Nights at Freddy's Nacht Nummer 4. Wir versuchen es noch einmal dran und das Telefon klingelt auch schon wieder. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Holy shit. Oh, hello, hey. Oh, oh. Holy shit. Der Scheißfuchs ist ja schon unterwegs. Was ist jemand in der Küche? Das Chicken schaut uns schon an. Da ist einer. Oh oh, ach so, oh Gott sei Dank, das war jetzt in der Aufnahme. Holy shit, ich habe jetzt gerade schon kurz gedacht, dass da schon einer unterwegs ist. Ah, da ist Freddy schon unterwegs. Da, man hört ihn immer in dieser scheiß Musik. Freddy, ich kann dich hören. Wir können dich alle hören. Du machst uns nichts mehr vor. Wir haben keine Angst mehr vor dir. Na gut, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein kleines bisschen. Ah, nur wirklich nur ein bisschen. Everything's fine. Everything's cool. Ich höre Schritte. So, das Chicken. Kommt uns besuchen. Finde ich nett. Sie will nicht, dass wir alleine sind. Finde ich wirklich sehr aufmerksam. Gut, da ist sie schon wieder weg. Where are you? Gut. Da ist jetzt einer, das gefällt mir überhaupt nicht. Was soll das? Geh weg. Oh, der war jetzt aber schnell da. Leck mich am Arsch. Alter, was soll denn das? Du warst gerade noch woanders. Willst du mich verarschen oder so? Boah, hey. Macht keinen Scheiß. Oh shit, es ist immer noch 3, wir haben nur noch 37%. Es ist ziemlich ungesund, wenn ich das mal so sagen darf. Puh. Oh, je, es geht gerade nichts mehr. Ich komme gerade nicht mehr in meine Kamera rein. Geh weg. Hallo, warum komme ich gerade nicht mehr in meine Kamera? Lässt du das bleiben? So. Leute, ich komme gerade echt nicht mehr in die Kamera rein. Das ist verdammt schlecht. Ich traue mich jetzt auch nicht so wirklich die Tür da drüben aufzumachen wegen dem scheiß Fuchs. Das war der Fuchs. Oh oh. Ich habe Schritte gehört. Alter, hör auf. Ich komme wirklich nicht in diese scheiß Kamera rein. Da, geht nicht. Will nicht. Aus einem mir unbekannten Grund. Oh, leck, hat's mich jetzt gerissen. Holy shit. Ah, das überleben wir nicht. Keine Chance. Es ist jetzt gerade 5 geworden und wir haben nur noch 5% Strom. Keine Chance. Keine Chance, befürchte ich. Ich traue mich auch mit dem verfluchten Fuchs nicht, die Tür länger offen zu lassen. Da war er und hat geklopft. Verdammt. Es war schon 5 Uhr. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich doch. Ist recht. Oh, goddammit. Aber es war doch schon 5 Uhr und Freddy hat uns tatsächlich mal in Ruhe gelassen. Na, jetzt können wir auch wieder in unsere Kamera reinschauen. Na, danke.
Nein! Nein, 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 nein! Wirklich. Mach die Tür wieder zu, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh. Ja, der dritte Versuch. Nacht 4 ist wirklich heftig. Oh, der schaut schon. Sag mal, hat der sie noch alle? Fuchs ist noch da. Wo ist unser lieber... Er steht vor der Tür. Gut. Der Hase ist es, habe ich gesehen, also gelesen. Das ist ein Hase. Bist du schon wieder weg? Ne, du bist noch da. Warum bist du noch da? In der Küche ist auch noch jemand. Gut. Geh weg. Gut. Oh, du schon wieder. Kommt jetzt der Fuchs auch endlich mal? Das Viech ist echt das Schlimmste. Mit Abstand. Mit weitem Abstand. It's me! Mario! Ach nee, Freddy. Gut, da ist wieder frei. Wer lacht da? Irgendjemand lacht uns gerade aus. Also, mich auf jeden Fall. Sag mal, was machst du denn schon wieder da? Du bist jetzt schon das dritte Mal hier. Hast du mich so gern oder was? Freddy ist unterwegs. Ach, lacht Freddy immer oder was? Also, ich habe keine Ahnung. Wo ist er? Da, ich habe die leuchtenden Augen gerade noch gesehen im letzten Raum, den wir uns angeschaut haben. Was ist mit dir? Kommst du jetzt endlich mal? It's me! Schon wieder. Okay. Da können wir jetzt erstmal wieder aufmachen. Oh. Wirklich, Leute? Ist das euer Ernst? Scheiße. Es ist noch nicht mal 5. Und was der Strom frisst. Oh nein. Jetzt ist es 5. Oh. Ja. Bist du auch wieder weg? Ja. Oh shit. Oh oh. Oh shit. Ja, okay. Der vierte Versuch von Nacht Nummer 4. Also ich glaube in Summe mittlerweile tatsächlich der achte. Dann wird auch der letzte Versuch für jetzt sein. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Lässt du das sein? Jetzt müsste der Fuchs noch kommen. Das wäre gerade perfekt. Okay, der Chica ist gerade noch in der Küche beschäftigt. Das finde ich super. Jetzt nicht mehr. Der Fuchs macht sich immer noch nicht auf den Weg. Okay. Komm, lauf los. Ich will endlich, dass die Panik mal für die erste, fürs erste gebannt ist. Perfekt. That's how I like it. So. Perfekt. Hätten wir das fürs erste auch hinter uns. Der guckt schon wieder. Warum guckt der da schon wieder raus, der Sack? So, die Tür machen wir mal zu. Der Fuchs wartet gerade noch brav. Der Ding ist da oben unterwegs. Finde ich gut. Da ist Freddy unterwegs. Ich glaube, wenn es 5 wird, mache ich einfach mal die linke Tür fix zu. Dann kann uns da schon mal nichts
böse überraschen. So, es ist 5. Genau, jetzt mache ich die Tür einfach mal fix zu. Das ist mir jetzt einfach mal komplett wurscht. Und das Chicken wird schon noch etwas warten, hoffe ich. Hier schaue ich weiter regelmäßig, ob es vor der Tür steht. Und so sollten wir es tatsächlich überleben können. Ich bin zuversichtlich. Ich bin richtig zuversichtlich. Dass uns der Strom jetzt auch noch bis auf 6 Uhr reicht. Was? Chicken ist da gerade noch unterwegs? Komm schon, Wert 6, Wert 6, Wert 6. Der Fuchs wartet da tatsächlich auch gerade noch. Wo war das Chicken jetzt? Ist das wieder weggegangen? Ja, es ist wieder da oben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es muss jetzt einfach 6 werden. Es geht gar nicht anders. Komm schon. Wer lacht da immer so blöd? Hör auf zu lachen. Es ist nicht lustig. Kein bisschen. Ja! Holy shit, we fucking did it. I can't believe it. Holy shit, Alter. Boah, ich fass es nicht. 5. Nacht. Ja, die heben wir uns auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Mal schauen, wie krass die dann tatsächlich wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Nacht 5 angehen. Also, bis bald.